Hallo zusammen und willkommen. Was macht Brot mit unserer Leber? Während viele von uns die Leber und ihre Funktion fast ausschließlich mit dem Abbau von Alkohol in Verbindung bringen, kommen immer mehr überraschende Funktionen der Leber zutage, von denen viele von uns noch nichts gehört haben. Brot hat in den letzten Jahren viel Unbill am Ernährungssektor entdecken müssen. Bestseller wie Weizenwampe oder Dumm wie Brot haben seinen Ruf nachhaltig beschädigt und den Befürworterinnen oder Befürwortern der Low-Carb-Ernährung Tür und Tor geöffnet. Doch was hat Brot mit unserer Leber zu schaffen und wie macht es ihr zu schaffen? Neben ihrer Funktion als Entgiftungsorgan ist die Leber das zentrale Stoffwechselorgan des Körpers. Alles, was wir essen, landet früher oder später bei ihr. Daher ist sie auch in der Lage, überschüssige Energie in Form von Fett einzulagern. Anders als im restlichen Körper ist dies jedoch nicht als Reserve für magere Zeiten gedacht. Die Leber ist schlichtweg nicht in der Lage, mit der überschüssigen Energie anders umzugehen. So entsteht die nicht-alkoholische Fettleber, die eine ganze Reihe an gesundheitlichen Folgen nach sich zieht. Erste Warnzeichen sind Müdigkeit, Konzentrationsstörungen und Druck im rechten Oberbauch, der bei Gegendruck schmerzhaft ausstrahlt. Doch was hat das nun mit Brot zu tun? Brot besteht im Wesentlichen aus Kohlenhydraten, die im Körper zu Zucker verstoffwechselt werden. Bei Brot mit hohem Vollkornanteil dauert dieser Vorgang länger. Weißbrot schießt quasi sofort in Form einer Zuckerdröhnung in die Verdauungsorgane und somit natürlich auch in die Leber. Wenn diese mit der gelieferten Menge an Kohlenhydraten nicht mehr umgehen kann, reagiert auch die Leber mit Stress und schwillt an. In schweren Fällen kann sie ihr Volumen stressbedingt sogar verdoppeln. Leberzirrhose oder Leberkrebs können dann die Folge sein. Eine Lebertransplantation ist dann oft nur mehr der einzige Ausweg. Eine regelmäßige Untersuchung der Leber in Form einer Ultraschalldiagnose kann diesem Worst-Case-Szenario rechtzeitig vorbeugen. Wenn die Fetteinlagerungen 5% übersteigen, müssen die ersten Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Die gute Nachricht ist, diese können schnell und effektiv von jedem selbst gegengesteuert werden. Nämlich über Sport und vor allem über die tägliche Ernährung. Bei bereits stark fortgeschrittener Leberverfettung empfehlen sich zu Beginn der Ernährungsumstellung 2 strenge Fastentage pro Woche. Die Leber soll durch stark verminderte Nahrungsaufnahme mit maximal 800 Kalorien pro Tag entlastet werden. Diese Pause nutzt die Leber zur Regeneration und zum Abbau der überschüssigen Fettschicht. Das Ziel ist allerdings eine langfristige Ernährungsumstellung, bei der Brot und andere Kohlenhydrate wie Nudeln, Reis, Kuchen, Softdrinks und Süßigkeiten weitestgehend vom Speiseplan verbannt werden. Mageres Fleisch mit Gemüse, Fisch und Meeresfrüchten sowie Nüsse und Obst mit wenig Fruchtzucker eignen sich perfekt dafür. Im Idealfall könnte man dem überstrapazierten Organ auch an den anderen 5 Wochentagen Essenspausen gönnen. Wer es schafft, isst nur 2 Mahlzeiten täglich. Die Pausen dazwischen sollten mindestens 4 Stunden dauern. Je länger, desto besser. Diese Therapie muss jedoch langfristig gelebt werden. Schnelle Lösungen gibt es hier nicht. Gerade die Vorstellung, aber auf unser tägliches Brot zu verzichten, fällt vielen Menschen besonders schwer. Fast könnte man meinen, Brot sei mehr als nur Nahrung, da viele Emotionen und auch ein Hauch von Sentimentalität damit einhergehen. Das gute Butterbrot hat uns durch die Kindheit und Jugend gebracht, das Pausenbrot halbwegs unbeschadet durch die Schulzeit und als Snack to go ist es immer noch unschlagbar auf Platz 1 unserer beliebtesten Speisen. Wer gar nicht darauf verzichten kann oder will, sollte zumindest zu Brotsorten mit möglichst hohem Vollkornanteil greifen. Auch die Low-Carb-Küche wartet mit durchaus interessanten Alternativen auf. Statt Weizen und Roggen wird hier mit Kichererbsenmehl, Flohsamenschalen, Mandeln und Kokosmehl gebacken. All diesen Mehlsorten ist gemeinsam, dass sie hauptsächlich aus Fetten und Proteinen bestehen, bei relativ geringen Mengen an einfachen Kohlenhydraten. Wer gerne Neues ausprobiert und keine Angst vor Küchenexperimenten hat, tut seiner Leber Gutes und entdeckt womöglich das noch nie dagewesene Lieblingsbrot ganz ohne Nebenwirkungen für unser wahrhaft großartiges Organ, die Leber. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.